Ostdeutschland, Raimund Tosolini. Der Nürnberger hatte knapp das Finale verpasst. Wir wollten Ihnen den Raimund Tosolini natürlich dennoch präsentieren. Er war Amateur, Mr. Universum 1994. Es ist sein Profi-Debüt, auf das er sich 2 Jahre lang vorbereitete. Er hat 6 Kilogramm mehr Muskelmasse als noch vor 2 Jahren. Er hat eine Vorbildfunktion für viele in Deutschland übernommen. Auch er trainiert 5-mal die Woche, mindestens 2 Stunden täglich. Und in der Wettkampfphase, der Hauptwettkampfphase, da wird das Training dann fast verdoppelt. Eine gelungene Pose in Kür, doch die Konkurrenz war stark, zu stark, noch in diesem Jahr für Raimund Tosolini.